Hallo, mein Name ist Susan Graue. Ich helfe Frauen dabei, Fotos von sich selbst zu machen, die sie richtig gerne in ihrem Marketing einsetzen. Also entweder in einem Newsletter, in einem Blogartikel, auf Social Media oder auf der eigenen Webseite. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine Kundenstimme aufnehmen darf mit der wundervollen Alexandra Grassler. Halli, hallo. Hallo Susan. Alexandra, schön, dass du da bist, dass du uns ein bisschen was erzählen magst über den Kurs oder die Zusammenarbeit, die wir da genau zu dem Thema gemacht haben. Aber ich stelle dich als erstes kurz vor. Also die Alexandra ist seit vielen, vielen Jahren selbstständig und sie berät Unternehmer dabei, wie sie ihr Business ohne Burnout meistern können und wie sie mithilfe von Ordnung und Struktur da einfach sich das Leben leichter und effektiver machen können. Passt das so in etwa, Alexandra? Habe ich das so erfasst? Wunderbar, perfekt. Danke für die nette Vorstellung. Ist ja immer bei vielen Unternehmern unterschiedlich. Man hat so die verschiedenen Kundenprofile auch und du hast auch Betriebs- oder Firmenkunden, du hast Privatkunden, du hast Einzelunternehmer, aber die bündeln sich alle bei dem Thema Ordnung und Struktur und Effektivität. So habe ich das bei dir wahrgenommen, ne? Ja, genau. Das ist immer, je nach Bedarf rutscht man auch mal in diese oder jene Richtung. Ich würde auch sagen, dieser große Schirm über alles ist wirklich dieses große Thema Burnout vorbeugen, weil vor allem als Selbstständiger, der viel selber macht, bist du halt auch in der Gefahr, dass du einfach zu viel machst und über deine Grenzen gehst. Und in Firmen ist es dann das Gleiche, dass wenn die Ordnung und Struktur, die man braucht, um gut arbeiten zu können, einfach nicht mehr funktioniert, dann wird es einfach zäh und schwierig für alle. Genau, und du bist jetzt schon sehr lange selbstständig. Und was ist so dein Stand der Dinge, was dein Marketing angeht? Also wie gehst du da regelmäßig vor? Also was jetzt, ich sage jetzt mal zuerst den Bereich Einzelunternehmer angeht oder Selbstständige. Also mein Marketing, das speist sich eigentlich aus mehreren Säulen und eine große Säule davon ist natürlich die Weiterempfehlung, weil auch die Themen, die ich mache, sind oft sehr persönliche Themen und da habe ich halt das große Glück und es freut mich auch sehr, dass mich viele, die bei mir Kunde geworden sind, auch weiterempfehlen und so entstehen natürlich dann neue Kontakte. Dann mache ich auch relativ viele Vorträge. Wir sind inzwischen 24 Jahre Selbstständigkeit. Es ist irgendwie ein bisschen verrückt, das zu sagen, aber es ist es normal. Und dadurch habe ich auch immer wieder Anfragen, ob ich zu diesen Themen auch Vorträge halte. Dann der dritte Bereich ist alles rund um Social Media. Ich blogge regelmäßig, das heißt, jeden Sonntag gibt es von mir auch einen neuen Newsletter. Dann poste ich natürlich auch in allen Kanälen, die man sonst in Social Media so nutzen kann. Ja, und da braucht man nicht nur Text, sondern eben auch Bilder, um vielleicht mal hier die Überleitung zu deinem wunderbaren Kurs zu machen. Genau, ich wollte schon gerne nochmal schauen, was sozusagen so die Einsatzbereiche sind. Und natürlich gibt es solche und solche, aber ich denke auch gerade das Thema, man bloggt regelmäßig oder schickt es per Newsletter raus und dann sitzt es natürlich als Artikel auf der Webseite. Da ist eine super Gelegenheit, da auch mit Text und Bild zu arbeiten. Genau, also was war denn so dein Aufsatzpunkt, dass du dann gesagt hast, okay, was die Susan da erzählt, was sie da so anbietet, das könnte jetzt auch was für mich sein und das ist jetzt mal das, was ich mir vornehme, da zu machen. Wie ging das bei dir los? Ja, ich weiß nicht, denke nur, dass das viele von denen, die deinen Kurs letztendlich auch machen, vereint. Das ist dieses Thema, dass man sich selbst total unwohl fühlt vor einer Kameralinse. Ich würde sogar sagen, eine Fotografie-Kameralinse besonders, weil ich mache schon viele Videos oder ich werde auch gefilmt bei Vorträgen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber dieses Exponierte bei einem Fotografen und jetzt soll ich mal lächeln und dann soll ich diese Pose machen und da hübsch und nett sein. Das ist für mich so anstrengend und da kommt auch wirklich nichts Gescheites bei raus, auch wenn es tolle Fotografen sind. Ich sehe auf den Bildern immer meine innere Anspannung und das will ich eigentlich nicht transportieren. Und ich habe mir immer gewünscht, irgendwie es möglich zu machen, dass es Fotos von mir gibt, auf denen ich nicht verkrampft bin, bei denen das nicht gestellt ist, sondern bei denen einfach ich drauf bin. So wie ich bin, so aus dem wirklichen Leben gerissen, mit meiner Energie und mit dem, was ich gern vermitteln will. Und da hat mich dein Kurs total angesprochen, weil das ist das, was du uns versprochen hast und als Fußnote auch super, super eingehalten hast. Genau dieses
unverkrampfte, ganz natürliche und für mich der Riesenvorteil, ich brauche niemanden dazu. Und genau diese Komponenten waren dann auch letztlich für mich die Entscheidung zu sagen, okay, ich mag das Thema zwar überhaupt nicht, aber ich traue der Susan zu, dass sie da für mich irgendwelche Tricks auf Lager hat, wo auch ich das für mich hinkriege. Genau, also das ist so eine allgemeine Angst oder so ein Phänomen, dass man irgendwie das von der Fotolinse nicht hinkriegt. Das habe ich jetzt schon des Öfteren gehört, beziehungsweise kenne ich halt persönlich auch bestens, ja, dass man sonst irgendwie sich nicht so einen Kopf macht, aber da haut es irgendwie nicht hin. Hast du denn, du hast ja dann auch ein paar Fotos produziert, die dann auch zum Beispiel auf deiner Webseite gelandet sind. Kannst du da jetzt irgendwie nochmal sagen, hast du da einen besonderen Effekt gehabt, als du jetzt das Foto dann eingesetzt hast oder einsetzen lassen hast? Ja, also ich würde sogar sagen, dass der Effekt nicht nur dadurch zustande kommt, dass ich jetzt ein Foto auf meiner Website habe, was ich absolut liebe, sondern dass ich während dieses ganzen Kurses, während des Prozesses über mich gelernt habe, dass ich tatsächlich hinkriegen kann, mich so abzubilden, wie ich bin, ohne dass es jetzt gestellt oder verkrampft ist. Also für mich war das weit mehr als nur ein Fotokurs, in Anführungsstrichen, sondern es war eine richtige Befreiung, weil ich fühle mich wohl mit den Bildern und mit den Bildern, mit denen ich mich wohl fühle, kann ich auch ganz anders nach draußen gehen. Also für mich ist das wie eine Befreiung von diesem Eingesperrtsein in irgendwelche gestellten Bilder. Und das Foto, was ich ja am meisten liebe, ist bei meiner Seite Lesefutter. Und das sieht man auch im Hintergrund, einen Teil von meinen Büchern. Und das Bild ist genauso, wie ich halt auch in dem Sinn über Bücher spreche. Ich liebe Lesen, ich liebe Bücher. Und endlich ist das mal in einem Foto von mir sichtbar. Und das ist für mich so ein Riesengeschenk gewesen, das zu sehen, dass das möglich ist, dass ich auf jeden Fall auch noch weitere Sessions machen werde, um für bestimmte Themen, wo ich gerne ein Foto von mir halt verwenden möchte, auch Material zu haben. Genau, dieser Effekt, dass man auf der einen Seite schon was in den Händen hält und auf der anderen Seite auch einen Prozess gelernt hat, um das wieder und wieder zu machen. Wenn wieder so dieser Moment da ist, man hat ein Thema, man weiß, man muss rausgehen mit einem neuen Thema und wie kann ich das außer Text halt auch noch bestücken und nicht nur über Stockfotos, sondern dann auch sagen, ich möchte ja auch drin vorkommen und ich mache das jetzt einfach selber nochmal. Ne? Genau. Was würdest du sagen, was sollte man nicht erwarten? Also wenn jetzt einer sagt, ja klar, schöne Fotos von mir brauche ich auch, ich mache da mal mit. Mit welcher Einstellung sollte er trotzdem nicht in den Kurs gehen? Ich glaube, dass es wichtig ist, offen für Experimente zu bleiben, weil man trotz alledem viele Fotos machen muss, viel ausprobieren sollte, verschiedene Situationen, Gegenstände, Stimmungen verwenden, damit man reinkommt in dieses, ich mache jetzt mal und dann kommt schon hinten was bei raus. Also bei mir war es ja auch so, wenn ich an meine ersten Fotos zurückdenke, du kennst sie, oh mein Gott, dachte ich mir, Himmel, Arsch und Zirn, mit das soll was werden. Aber ich habe mir gedacht, nee, komm, die Susan hat gesagt, es braucht eine Weile und man muss sich da reinfinden. Und es ist auch so, dass es eine Weile wirklich braucht. Also man braucht schon Geduld, aber die wird halt auch unheimlich belohnt. Und für mich war es ganz toll, dass ich eben niemanden dazu brauchte. Ich hatte mich, ich hatte mein Handy, ich hatte eine Stativfunktion und das war's. Sonst niemanden. Und da dran zu bleiben, für mich war es, glaube ich, so eine Stunde, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt komme ich irgendwie mit allem zurecht. Ich weiß, wie das mit dem Auslösen funktioniert, muss mir da jetzt keinen Kopf mehr machen. Dann hat es richtig Freude gemacht. Und dann zu sehen, was du auch dann mit den Fotos schon vorab mal, um mir zu zeigen, was daraus werden könnte, das dann zu sehen, das war für mich der absolute Knallereffekt. Genau, also zur Erklärung nochmal an die Zuschauerin, der Kurs ist einfach so, also Alexandra war eine der allerersten Teilnehmerinnen und dann hat sich das ja schon weiterentwickelt und der besteht halt jetzt einfach aus dem, dass jeder für sich was macht und dass wir dann eine Facebook-Gruppe haben und in dieser Facebook-Gruppe werden halt Ergebnisse reingeladen und auch Ideen wieder zurückgespielt und das ist dann sowas, wie Alexandra eben beschrieben hat, es gehen dann auch einfach Textvarianten wieder zurück oder Ausschnittsvarianten zurück und das bringt einfach nochmal neue Ideen und Energien in den ganzen Prozess mit rein. Oder wie hast du das wahrgenommen jetzt bei den anderen Runden nochmal? Also ich würde auf jeden Fall sagen, für mich war der Knallereffekt der, dass die Vorschläge, die du dann aus meinen Bildern mal auf die Schnelle gemacht hast,
mir überhaupt erst klar gemacht haben, wow, so kann man das also machen und okay, und jenen Ausschnitt kann man verwenden und dann wirkt das ja gleich wieder ganz anders. Ich konnte mir das vorher überhaupt nicht vorstellen, aber dadurch, dass in dieser Gruppe dann so viele verschiedene Vorschläge sichtbar gemacht wurden und man auch Vorschläge von anderen sehen kann, dann regt das unheimlich wieder die eigene Ideen an, was man denn noch für Szenarien kreieren könnte. Und diese gegenseitige Unterstützung ist halt auch super, super schön. Also alle Teilnehmerinnen, die ich da erlebt habe im Kurs, waren alle super hilfsbereit und ermutigend. Und das ist wie so ein geschützter Raum, der dann da ist, wo man sich dann auch traut, was auszuprobieren. Was ja im Real Life nicht immer ganz so einfach ist. Und man sagt, so, du machst jetzt ein Foto, klatschen, das kommt gleich auf die Webseite. So, nein. Und da sich auch erst noch ein bisschen ausprobieren können. Das fand ich wunderschön. Also für mich hat das den Prozess sehr viel mehr vereinfacht. Ja, nein, also hat mir auch wahnsinnig Freude gemacht, weil vor allen Dingen auch wirklich bei vielen sehr schnell dann auch die Ergebnisse kamen. Das ist nicht so ein langer Denkprozess. Wir denken schon viel nach, weil wir fangen auch genau damit an, wofür will ich das Foto machen. Aber im Endeffekt geht es dann trotzdem ganz schnell in die Umsetzung und es kommen Ergebnisse und von dem aus, wenn einer anfängt und die anderen, das ist eine ganz spezielle Energie, die mich da auch total immer freut, wenn das dann da so richtig losgeht. Genau. Ja, Alexandra, vielen Dank schon mal. Haben wir jetzt noch was vergessen, was wir unbedingt noch mit auf den Weg geben möchten, wenn jetzt jemand sich interessiert? Also ich muss natürlich jetzt auch nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass du selber eine ganz wichtige Komponente bei dem Kurs bist, weil du so ein Gespür hast dafür, welche Art von Rückmeldung jetzt wichtig ist oder welchen Tipp du noch geben kannst. Du machst es auf so eine nette und liebe Art, dass man sich immer begleitet fühlt und nie das Gefühl hat, jetzt kommt jemand, der da sagt, wie sieht denn das aus, sondern immer ermutigend, immer hilfsbereit. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank an dich. Das ist ein phänomenal toller Kurs und du bist genau die Richtige, die das entwickeln musste, glaube ich. Super, danke. Nehme ich mal gerne so an, auf jeden Fall. Ich glaube, das ja, kommt von Herzen. Passt einfach gut zusammen, genau. Und damit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Und falls jetzt die liebe Zuschauerin Lust hat, sich das näher anzuschauen oder zu gucken, wann die neuen Termine sind, die Links findest du hier um das Video drumherum. Und ansonsten guck einfach bei www.susengraul.com nach. Da wirst du dich auch zurechtfinden. Und die Alexandra, wer sich da nochmal schlau machen möchte, was Alexandra anbietet. Alexandra, sagst du deine Webseite auch nochmal? Ja, natürlich gerne. Danke für die Möglichkeit. Also ihr findet mich unter www.wissensagentur.net und da gibt es viele Informationen rund um das Thema Burnout vorbeugen und ich freue mich natürlich über alle, die sich dort umschauen wollen. Also man muss auch sagen, Alexandra schreibt einen super schönen Newsletter. Wirklich Wahnsinn, jeden Sonntag ein richtig umfangreicher, wertvoller Impuls. Also das ist nicht schnell irgendwie ein bisschen Marketing-Sprech zusammengebastelt und zack, 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 sondern da steckt ganz viel auch Herzblut drin. Also das ist, lohnt sich wirklich, wer sich in Richtung Struktur, Organisation und auch ein bisschen, wie baue ich mich auf oder wie bewege ich mich und wie komme ich auch vorwärts und meine Kunden. Ganz vielfältig, aber wunderschön. Also ja, das jetzt auch mal so an der Stelle zurück. Also vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo sehen beim Newsletter oder in einem Kurs und damit sage ich einfach nochmal Tschüss. Vielen Dank. Bye-bye.